Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Last of Us. Ja, hier sind wir stehen geblieben und machen direkt hier weiter. Ach du Scheiße, infiziert. Jo. Ja, genau, Junge. Ja, Türe für was? Oder braucht man nicht? Klicke, ja, der kann ich fahren, warum? Hier ins Wasser ring. Scheiße. Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey, Dina. Hey, alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Hm? Nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Du hast ja alles gesagt. Wir haben die Schlaf gestellt. Kann ich dir etwas schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, du willst eine Entschuldigung. Bang! Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also. Zwei Jahre zuvor. Diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt. Wow. Okay. Was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Du hast ihn jetzt nach nassem Leib und Feuer. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Okay. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Gut, dann sind wir wieder mal in der Gegenwart, ne? Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Wow. Hallo, ich will auch. Willst du es probieren? Oh, ja. Gib her. Geil. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu ziehen. Du musst höher zielen.
Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Kugel unterliegende Schwerkraft ziehe. Sehr gut. Geräusche locken. Wir sind auf der Kugel. Lass uns. Ah, fuck, das ist ein bisschen. Na bitte, zwei. Das waren alle. Geil. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gerne in diesem Gebiet auf. Und sie lassen. Ah, die Grafik, ich sag ja nach jeder Folge, ich weiß, aber. Das ist der Hammer. Auch hier ist die Gegenwart. Das ist so krass gemacht, Mann. Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht. Ach, ich weiß es auch nicht. Tommy. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Erwischt. Ich mag das Teil. Ich zähl noch drei. Bo. Hä? Welcher Hirsch? Ey! Ach, da unten. Ich sehe noch zwei. Nein, ich will jetzt kein Tipp, Junge. Oh. Jetzt aber. Komm, wo? Alter, so weit. Ich bin beeindruckt. Gut. Sieht gut aus. Ich probiere es eigentlich meistens so ohne Tipp, aber da. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Wo zum Teufel? Den Gondeln, was? Hä? Ey, Tommy, willst du mich jetzt total verarschen, oder was? Ich seh nichts. Ah ja, du hast recht. Ah ja. Ach, scheiße, Mann. Noch ein paar mehr. Jo. Was dachtest du denn? Wunderbar. Drei noch. Du lernst. Ja. Mann, komm, Alter. Ey, warum triff ich den Licht? Gemacht. Ja, ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Her damit. Genau, was ich brauchte.
klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwartet. Ja, ja. Aber zuerst schau ich mich hier rum, ne? Nicht, dass wir irgendwas übersehen, ne? Das wäre ja doof. Ha, wie zum Beispiel das. Haha. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Munition, okay, das war hier alles, ne? Jo. Vielleicht brauchst du keine Seiten. Klingt okay. Ja, das klingt schön. Okay, gut. Oh. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Joel? Ah, geil. Okay. Oh, geil, okay, meine Beine hat's genommen. Geil! Kommst du? Ja, ich bin da! Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus. Alter. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Da kommen einfach wieder Erinnerungen hoch. Wenn Joel und Ed unterwegs sind. Ich bin noch etwas jung dafür. Das ist eine bessere Schützin als alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay. Danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren. Du weißt schon. Um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch? Diese Savage Starlight Comics, die du so magst. Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat das schon verdient. Aber das ist sie. Du bist witzig. Im Musikladen geht's darum. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Ah, geil. Ja, ich sehe. Gut, dann geh mit dorthin. Ne? Lalala. Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was?
Verdammt! Könnte man sonst drüber schwimmen? Okay, und was jetzt? Ja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Ich ahn Schlimmes. Hotel, ach du Scheiße. Lass zu. Joel? Joel? Alter, endlich alt. Was? Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Ja, ja. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. Okay, Hotel. Das irgendwie, weiß ich nicht, ne? Hallo, Joel, komm. Alles kann ich jetzt vor dem Horror gehen. Na, hallo. Howdy. Verrückt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Gern geschehen. Joel. Geil, Minikit, okay. Man hier so Minikits findet, das heißt gar nichts gut. Und überall Munition liegt. Was zum Teufel ist Joel? Ich glaub, ah ja. Geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Was? Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Hab ich denn nicht einen scheiß Bloater? Auf die habe ich jetzt. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Hast du niemandem sonst erzählt, oder? Wie Jessie oder Dina oder. Natürlich nicht. Okay, gut. Gut, Molotow haben wir, zwei Minikit. Gut, perfekt. Ne? Ach du Scheiße. Hast du wow. Schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Ey, okay, das ist wieder krass jetzt. LOL, Alter, ey. Was, Alter, so viel Munition hier liegt, da kann was nicht stimmen, ne? Das ist voll. Das geht auch so, ne? Wieder, ey. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Er ist bestimmt nur herumgeirrt. Ah ja, da liegt auch noch Zeug rum, ja moin. Alter, was liegt hier alles rum? Ah ne, da nicht so gut. Das kann ich, glaube ich, wo ich jetzt überall schon war, ne? Das ist jetzt das Problem, haha. Ah, da waren wir auch schon. Gut, dann gehen wir zu Joel. Joel, wo bist du? Joel? Joel? Ah, da. Ja, moin. Ellie.
ruhig. Okay. Schalten wir sie aus. Oh, nee. Halleluja! Hilfe! Hallo! Ja, jetzt kommt halt die Quelle doch ab! Warum liegen hier so viele Minikits? Irgendwas kommt hier noch. Ist doch nicht normal. Aber das auch nicht, weil ich keine Muni mehr habe gleich. Hier drüben! Hilfe! Oh mein Gott, habe ich jetzt einen kleinen Kombo rausgeholt. Hey, hilf mir doch schon! Ey, ich muss da gleich, wenn... Ey, klick irgendwo. Ja, und jetzt musst du nachladen. Ich glaube, ich spinne. Was ist jetzt das gewesen? Nee, Mann, komm. Junge. Alles von vorne, ne? 100 Pro. Joe, ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleiner. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Alter, das war jetzt krass, Mann. Dauert doch vorhin noch. Baseballschläger. Jo, Mann, komm. Ja, geil. Alter, das ist zu krank, Mann. Als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Oh, nee. Zum Zustand, das ist zu ruhig. Thank you.
Was ist das? Ey, von wo? Wo ist der? Wo ist der? Ah! Ich hasse es, wenn man auf mich drauf rennt. Wie ein Verrückter, Alter, ich schwöre. Oh, leck mich am Arsch, leck mich fett, Alter. Wow, der ist da hier. War nicht gut. Nein, nein, nein! Hilfe, ich will doch nur leben. Oh mein Gott! Haben wir's? Das war zu knapp. Ja, aber wir haben es geschafft. Haben wir. Alles klar? Oh, Mamma mia. Nicht, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen kann. Gut, das haben wir Leben voll wieder. Ey, das ist zu krank, oder das jetzt, ne? Was machst du da? Was, wenn A2 Bloater lauert? Spuren sind weg. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Ciao. Da kann man doch rein. Ah ja, ich kann nicht rein, aber Joel. Ah ja, gut. Gut zu wissen. Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Das sind sie.
Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären Sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Jessie schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus.
Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jessie sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Okay, wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Und an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. We'll be right back.